Hallo Herr Kraumer, vielen Dank, dass ich Zeit nehme für das Interview. Ja, hallo. Und natürlich auch Gratulation zu den zahlreichen Nominierungen beim Deutschen Dankeschön. Filmpreis. Unter anderem ja für die Kategorien Bester Spielfilm, Bestes Drehbuch, Beste Regie, um nur einige zu nennen. Kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Sie haben das Drehbuch zu Der Staat gegen Fritz Bauer in Kooperation geschrieben und auch Regie geführt. Wie kamen Sie zu dem Thema und schließlich zu dem Film? Genau, also die Anfangsgeschichte zu diesem Film und zu dem Thema kam über meinen Co-Autor Olivier Guez, der ein französischer Journalist ist und der ein Buch geschrieben hat, das dann in Deutsch auch veröffentlicht wurde. Das handelt von der interessanten Frage, wie ging jüdisches Leben nach 1945 in Deutschland überhaupt wieder los? Wie entwickeln sich die Gemeinden durch die Dekaden so? Und er macht versucht so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie eben das jüdische Leben in Deutschland so war von 1945 bis heute. Und das Buch ist so vor 5 Jahren erschienen und ich habe das dann, einfach weil wir miteinander bekannt waren, bin ich zu der Lesung gegangen und fand das eine interessante Frage. Und in dem Buch ist dann in den 60ern einmal ganz kurz auch von den Auschwitz-Prozessen die Rede, die in Frankfurt waren und die eben Fritz Bauer initiiert hatte. Und die waren sozusagen ein wichtiger, sagen wir mal, ein wichtiger Meilenstein in dieser Auseinandersetzung mit der Frage, was waren denn da überhaupt los in Auschwitz, was waren diese Verbrechen der Nazis im Dritten Reich. Und dann bin ich zu Olivier, habe mit ihm über das Buch gesprochen, später, und habe gesagt, eigentlich müsste man einen Film darüber machen über diese 50er, über das Verschweigen dieser Verbrechen und über diesen Demokratisierungsprozess und so weiter. Und die interessanteste Figur war tatsächlich dann einfach Fritz Bauer, weil er eben so ein Außenseiter war, weil er ein Ankläger war, aber ohne Rache, Impetus und weil er einfach so eine schillernde und interessante Figur für uns erschien. Und dann haben wir uns mit der Biografie mehr beschäftigt und in der Biografie schien uns dann aber nicht die Auschwitz-Prozesse sozusagen das Thema zu sein, sondern eigentlich noch klarer für einen Spielfilm, der ja auch so seine begrenzte Zeit hat, nur dieser Ausschnitt auf die Phase, wo Bauer eben den Brief bekommt, in dem steht, dass Eichmann sich in Argentinien versteckt und er eben einen Weg sucht, diesen Adolf Eichmann in Deutschland vor Gericht zu stellen. Das ist ja eigentlich die Geschichte des Films. Und die schien uns, der Spielfilm braucht eher überschaubare Geschichten, anders als eine Serie oder so. Das Auschwitz-Prozess ist ganz schön groß. Das müsste man eher als Fernsehserie machen. Aber diese Geschichte schien uns für einen Kinofilm irgendwie greifbar. Und so ging das Projekt los. Burkhard Klausner spielt ja den Fritz Bauer. Roland Zerfeld, Jörg Schüttauf, Sebastian Blomberg sind Teil des weiteren Ensembles, um nur einige zu nennen. Wie fanden Sie zu der Besetzung? Also Burkhard Klausner war die Idee meiner großartigen Casting-Agentin Nessie Nesslauer, die schon viele tolle Filme besetzt hat und die immer einen untrügbaren Instinkt hat und die sagte, wir müssen es mit dem Burkhard machen. Dann kam Burkhard Klausner tatsächlich in einer Art erstes Gespräch, Casting, dann haben wir mal eine Szene gespielt zusammen und die war sofort so auf dem Punkt. Der hat einfach so gut verstanden, weil er ein so politischer Mensch ist, weil er ein so hervorragender Schauspieler ist und weil er irgendwie auch, glaube ich, so eine große Lust hatte, diese Figur zu spielen. So gut verstanden, wie man den Bauer zu spielen hat, wie man ihn spielen kann. Und so, dass er irgendwie, also er hatte auch eine Menge Respekt davor, aber er hat eben auch gleich einen Weg gefunden, dass er irgendwie mich total überzeugt hat, das mit ihm machen zu müssen. Und dann kam das andere Ensemble so Stück für Stück zusammen. Ich arbeite oft mit Leuten, mit denen ich einfach schon Erfahrung habe. Ronald Zerfeld und ich drehten zu der Zeit einen Fernsehfilm zusammen und ich habe dann irgendwie in einer Ausstellung über Fritz Bauer mir so die Gesichter der jungen Staatsanwälte angeguckt, die wirklich unter dem Bauer gearbeitet haben und weil es eben die 50er waren und die Männer auch wieder, also auch einen gewissen Männlichkeits, also ein gewisses Auftreten von Männlichkeit in der Zeit gab, so ein Stil, wenn man so will, und auch ein Look und auch eine Art von, wenn im Wirtschaftswunder auch schon wieder kräftig gegessen wurde und Ronald, der nur kein Leptosoma-Typ ist, habe ich dann irgendwie gedacht, das ist eigentlich interessant. Und natürlich vor allem, weil ich wusste, er spielt einen homosexuellen Mann, der aber in einer heterosexuellen Ehe lebt und sozusagen verkappt schwul ist und dachte, da Ronald wirklich so ein Frauenschwarm ist und so sehr ein Hetero, ist das irgendwie interessant, weil das war natürlich das Ding der Zeit. Man durfte überhaupt nicht erkannt werden, weil es eben strafrechtlich verboten, also verfolgt wurde.
So, und Sebastian Blomberg ist einfach einer meiner ältesten Freunde und einer der großartigsten Schauspieler. Und den habe ich dann eben gefragt, ob er auch für eine kleine Rolle mitmachen würde. Und den Jörg Schüttauf kenne ich von den Tatorten in Frankfurt, bei denen ich einige gemacht habe. So kommt Laura Tonke kenne ich auch schon ganz lange. Also viele von dem Ensemble sind dann einfach auch tatsächlich Leute, mit denen ich oft und viel zusammenarbeite. Burkhard Klausner als Fritz Bauer zeichnet seine Figur ja sehr markant, was aus meinen Augen ja eher ungewöhnlich für deutsche Produktion ist, so ein großes Spiel. Also mir persönlich gefällt es ja sehr gut und es fehlt mir auch sehr häufig. Wie viele Freiheiten lassen Sie denn Ihren Schauspielern? Also grundsätzlich halte ich das so mit dem Filmemachen, dass das eine künstlerische Arbeit ist, die von vielen geteilt wird und gemeinsam gemacht wird. Ich halte nicht so viel von so einem autoritären Regiestil. Aber ich habe natürlich eine Vision von einem Film und eine Idee, ohne die kann man halt auch keinen Film inszenieren. So. Dass man dem Bauer, der so ein exzentrischer Mensch nun mal wirklich war, der einen extremen Duktus, extremen Gestus hatte und all das, was ihn sozusagen nach außen hin charakterisierte, auch Teil einer inhaltlichen Auseinandersetzung dieses Films ist. Also sprich, jemand, der so verspannt die ganze Zeit irgendwie gestikuliert und ist, jemand, der die ganze Zeit raucht, 18 Stunden am Tag arbeitet. All das erzählt ganz viel über die Figur. Deshalb sind das nicht nur Äußerlichkeiten, sondern das ist ein äußeres Erscheinungsbild, das das Seelenleben dieses Mannes widerspiegelt. Der schwäbische Akzent zum Beispiel ist ganz wichtig, weil ohne den hätte ich den Film nicht drehen wollen, weil er nämlich erzählt, dass die Nazis eine Lüge die ganze Zeit versucht haben, den Leuten erfolgreich, relativ erfolgreich auch vermittelt haben, dass es einen Unterschied zwischen Deutschen und Juden gibt, den es natürlich nicht gibt. Und deshalb war zum Beispiel diese Verwurzeltheit im Schwabenland irgendwie war so wichtig. Und all das macht das, was Sie sozusagen als ein großes, lautes Spiel ausmachen, macht diese Figur aus. Mir geht das auch oft so, dass ich denke, wenn man sich so die, sagen wir mal, die interessanteren amerikanischen Filme anguckt, dann sieht man, was eben die Schauspieler dort suchen, was ein Jake Gyllenhaal in Nightcrawler macht oder so, ist unheimlich expressiv. Oder ein Johnny Depp selbst in Fluch der Karibik oder so. Da geht es tatsächlich um ziemlich viel Spiel. So, und ich finde das toll. Wenn es gut gemacht ist, dann trifft man eben Figuren, die man im normalen Leben nicht so trifft. Und mir macht das großen Spaß. Und so jemanden wie den Bauer kenne ich nicht und den kann ich halt im Kino kennenlernen. Es wurden in den letzten Jahren ja erstaunlich viele Filme in kurzer Zeit über Fritz Bauer gedreht. 2014 kam Im Labyrinth des Schweigens raus, wo er eher eine Nebenrolle spielte. 2015 dann Der Staat gegen Fritz Bauer und 2016 Die Akte General mit Ulrich Noethen als Fritz Bauer, eine ARD-Produktion. Warum gerade jetzt und in so kurzen Abständen? Ich bin das schon oft gefragt worden, ich kann es natürlich nicht beantworten. Also ich kann nur sagen, dass wir dann doch 4, 5 Jahre an einem Film gearbeitet haben. Manchmal liegen so Themen einfach in der Luft. Es gab auch eine Weile, wenn Sie sich erinnern, viele Produktionen, die sich mit der RAF auf verschiedenste Art auseinandergesetzt haben. Das Todesspiel im Fernsehen, den Baader-Meinhof-Komplex im Kino, Baader von Bobby Rode auch im Kino. Und also es gab viele Projekte. Wer, wenn nicht wir? So. Also mit einem Mal liegen so Themen irgendwie in der Luft und das hat wahrscheinlich was tatsächlich mit der Zeit zu tun, ja, aber ich kann es nicht wirklich erklären. Eine Erklärung, die ich hätte, ist, dass also der Fritz Bauer per se sozusagen ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, völlig zu Unrecht. Und dass er mit einem Mal sozusagen entdeckt wird. Es gab dann auch neue Biografien, es gab einen Dokumentarfilm von Ilona Ziok, der dem Ganzen vorausging. Ich glaube, dass so etwas dann schon plötzlich viele Leute aufwachen lässt und denkt, ach Mensch, das ist eine interessante Figur. Aber so ganz genau kann ich es nicht erklären. Orientiert man sich eigentlich auch an den anderen Filmen, also wenn dann etwas so vorangegangen ist, wie im Labyrinth des Schweigens, um sich abzugrenzen, um neue Erzähl- und Sichtweisen zu finden für den eigenen Film? Oder lässt man die einfach außen vor, um Nein, ganz Sie den müssen das eigenen. so sehen. Die Filme sind parallel entstanden. Das Labyrinth des Schweigens hatte eine Pressevorführung, also das erste Mal, wo man der Öffentlichkeit den Film zeigte, 6 Wochen bevor ich die erste Klappe geschlagen habe. Also das heißt, da können Sie sich nicht mehr, wenn Sie sich 6 Wochen vor Drehbeginn noch beeinflussen lassen, dann können Sie keinen Film drehen.
da muss alles entschieden, also nicht alles entschieden sein, aber da müssen Sie die wichtigen Sachen entschieden haben. Sind Sie bei den Recherchen für den Film auf weitere Themengebiete gestoßen, die man durch einen Film, einen weiteren Film beleuchten sollte? Ja, also da gibt es unglaublich viele tolle Geschichten, die einen den Atem stocken lassen und die man tatsächlich erzählen müsste, wie zum Beispiel diese sogenannte Rattenlinie, also der Weg, den die ganzen flüchtenden Nazi-Obersten über den Vatikan nach Südamerika genommen haben oder so. Also solche Sachen sind ja alle nicht erzählt. Da gibt es tatsächlich abenteuerliche Fluchten in den letzten Wehrmachts-U-Booten und so. Also da gibt es dieser Ausnahmezustand nach dem Dritten Reich, bis sich Europa wieder konsolidiert, auch die Entstehungsgeschichte vieler deutscher Behörden, wie zum Beispiel des Bundesnachrichtendienst, dem ja die Organisation Gehlen vorausging, die wiederum eine direkte, die Ostspionage der Nazis war und so. Also diese ganze Umbruchszeit ist irgendwie gar nicht richtig beleuchtet. Das hat irgendwie viel damit zu tun, dass der Krieg erstmal die dramatischeren Bilder liefert und man da irgendwie so hingeschaut hat und auch eben die Studentenrevolution und der Terrorismus in den 70ern, so, das sind so die explosiven Wendepunkte der Geschichte und dann vielleicht eben noch der Mauerfall und so. Aber diese Übergangszeiten, also da, wo sich eine Gesellschaft wandelt und wo man das sozusagen, ja, also da wo eben noch mal ganz viel Bewegung drin ist, aber die nicht ganz so offensichtlich zutage tritt, da gibt es ganz viel unerzähltes Material natürlich. Die Einspielergebnisse lagen ja um die 250.000 Besucher. Wie bewerten Sie die Zuschauerzahlen? Ja, also die Frage kann man auf unterschiedlichste Art beantworten. Ich würde es mal so sagen, der Film war sehr günstig. Und das Budget war von vornherein so festgelegt, dass mit so einer Zahl sich ein Erfolg einstellt. Hätte der Film mehr gekostet, wäre das ein Problem. Und für weniger hätte man ihn nicht machen können. Aber das ist die realistische Einschätzung. Der Film, also wenn man sich den Umsatz anguckt, dann ist es eben so, für den Produzenten, für den Verleiher, wegen seines kulturellen Themas, für die Förderer, auch wegen seines Wirtschaftseffekts in den Ländern, in den Bundesländern, wo er gefördert wurde, auch aus rein ökonomischer Sicht ist der Film ein Erfolg. Okay. Aber ich will noch was kurz dazu sagen. Ja. Es ist natürlich trotzdem so, dass Zuschauer, also dass ich mir mehr Zuschauer wünschen würde, vor allem mehr Junge, weil die Figur und so viel Interessantes zu sagen hat und der Film jenseits sozusagen des Themas auch einfach, finde ich, so unterhaltsam ist, dass ich mir natürlich wünschen würde, dass es mehr Leute gucken würden. Was bedeutet Ihnen die Nominierung durch die Filmakademie? Dass vielleicht hoffentlich doch noch mehr Zuschauer dazukommen und dass ich mich natürlich sehr geehrt fühle, von so vielen Filmemachern vorgeschlagen worden zu sein für so viele Preise. Herr Kaume, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen auch.